Auf der anderen Seite muss ich aber die drei Ministerien gerieren. Ich muss aber gucken, dass es da viel geht. Und da kann eben die ganze Kampagne dabei, weil die Mensch viel ist. Dort am Plus als Spitzenkandidat, wenn er muss die Equipe gerieren, wenn ich muss gucken, wie er das alles an den Griff kriegt. Das heißt, ce n'est pas de tout repos at the moment. Also ich habe ein reelles Problem damit, weil ich definitiv nicht Genosse der Bosse sind, weil viele von den Propositionen, die man im sozialpolitischen Bereich machen, aber von mir kommen, respektive von mir gedroht gehen. Also der Nietzsche als ein Macher, natürlich von hin, bis er es bekämpft hat, da geschieht doch. Etwas anderes, was für Nietzsche aussichten, das ist einfach eine immense Disposition zu delegieren. Ne? Das ist ein Typ, wo permanent den Leuten, mit denen schafft, Vertrauen geht. Das ist richtig, wenn ich nur meinen Wahlkampfmanager nur leuchte, der so in dem schwätzen, nicht zu viel über Wüstung, weil das könnte im Moment nicht gut tun. Das ist aber nicht mein Genre. Ich laufe nicht fort, just weil die Leute oder weil verschiedene Leute probieren, Wüstung als etwas Schlechtes durchzustellen. Aber ich meine, es sind zumindest mal nicht Gefühl bis los, den am Kloster seht, dass ich der Meinung sind, dass die heutige Koalition eigentlich in einem 5 Jahren müsste weitermachen, weil eine Dynamik einfach entstanden ist, in dem Land ihresgleichen sich, dann ist nicht gesehen, wie werden die Dynamik los soll brechen. Bei Plan B, als wenn ich die Wahlen verliere, gehe ich an die Opposition und dann gehe ich Leader von meiner Partei in der Opposition. Guck, Radio 100,7.